Moin mit da und herzlich willkommen zurück zu World of Goo. Der dritte Part, den ich jetzt ineinander aufnehme, so. Weil ich alles an einem Stück quasi aufgenommen habe. Und deshalb, also jetzt, dieses Nach-Commentary. Und jetzt zu meinem absoluten Lieblings. Ohne Scheiß. Ich hatte noch nie mehr Spaß, ein Level zu ZKV'n. Es hat ultra lang gedauert. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war wirklich, ich habe so gefeiert. Ich habe wirklich Herzblut hier reingesteckt, wie ihr seht. Ich hab versucht, diesen Turm halt nicht weiterzubauen, diesen Wurm. Den Festi, der Wurm heißt das Level, und es hat geklappt. Ich habe nichts an diesem Wurm verändert, so. Obwohl die Inseln halt immer weiter auseinandergegangen sind. Und es hat halt legit geklappt. Es war halt nur ein Aufwand des Todes. Also ihr seht, ich musste den verschieben über den Turm und ich musste alles tun. Aber zum Schluss hat es dann noch geklappt. Und vor allem, ich hatte einen Traum, ja. Ich bin ja wirklich kein Freund des Flugzeugs. Ich habe ein bisschen Flugangst, muss ich sagen. Aber Fliegen ist wirklich schön, ja. Fliegen macht wirklich Spaß. Und auch in World of Goo, Sachen fliegen zu lassen, ist das Beste. Je größer, desto besser. Und so ein Wurm kommt doch wirklich gelegen dafür, oder? Also so ein richtig schönen, so einen geilen Wurm fliegen zu lassen, ist doch voll. Ich meine, was wünscht man sich mehr? Und so hebt schon jetzt dieser Turm ab. Man kriegt immer mehr Ballons dazu. Und ja, ihr seht, der fliegt einfach weg. Ich dachte so, oh shit. Ich dachte mir so, vielleicht kann ich ihn fliegen lassen. Am Anfang ging es nicht, dann war ich kurz traurig und habe ich gemerkt, so, okay, jetzt geht's. Ich hab ja zwei Ballons pro Insel. Oder in dieser Insel hat man zwei Ballons dazu bekommen. Und ja, so habe ich literally diesen scheiß Wurm fliegen lassen. Und hier hatte ich halt echt so, ich dachte, war so, fuck, was passiert hier? Es hat irgendwie alles doch nicht so geklappt, wie ich dachte. So, nicht fliegen konnte man es nicht nennen. Aber als dann alle Ballons an einer Stelle waren und unten der Turm kleiner geworden ist, also ich habe echt, unten sind vier Goobälle abgefallen vom Turm, aber natürlich nicht von den Goobällen, die da drauf sind, sondern nur die des Turms, also eh nicht wichtig. Fing dieses Ding an zu fliegen. Richtig heftig. Dann sind irgendwie mir alle runtergefallen und irgendwie ist alles gestorben und ich musste es nochmal probieren. Und dann, ja. Jetzt sieht man auch schon, dass der Wurm halt legit kürzer geworden ist. So. Richtig gut. Ich habe es richtig hart gefeiert. Ich dachte mir so, what? Der Turm fliegt. Der Wurm, Entschuldigung. Ja, und dann, als ich dann noch mehr Ballons bekommen habe, bin ich halt mit dem Turm zum Rohr geflogen. So, ich meine, was will man mehr? Es klappt halt echt. Es ist so geil. So immer schön die Höhe kontrollieren. Und dann, oh, dann fliegt man halt hin zum Rohr. Ich meine, richtig gut. Echt super genial. Ich habe so gefeiert. Und dann hebt er ab. Wunderbar. Der fliegende Turm. 6 Minuten. Das Level war wieder richtig kacke. Die Wetterfahne hat keinen Spaß gemacht. Und ja, während ihr hier dem zuguckt, man muss, glaube ich, einfach nur, ja, 42 Bälle sammeln. Das hat eigentlich im ersten Versuch geklappt, glaube ich, oder zweiter Versuch. So, es war halt echt nicht so schwierig. Man muss einfach alle Gusen mitnehmen und dann, well. Vor allem ist es halt relativ anstrengend zum Schluss. Ihr seht das noch. Aber ja, ich kann ja schon mal quasi, weil das nächste Level wird auch noch ganz genial, muss ich sagen. Also im Epilog muss man schon echt heftig sein. So. Also ja, World of Goo ist schon geil, oder? Es ist echt ein nices Spiel. Vor allem diese ganzen, ich meine, dieses ganze ZKV-Gedöns. So, was, woran die Entwickler alles gedacht haben müssen, so. Dass das was funktioniert. Sonst hätten die diese ZKV-Mission ja nie hätten so durchführen können. What the fuck? Also, ultra genial. Und, ja, der Artstyle ist geil, die Musik ist geil. Die Level sind ziemlich nice. Es gibt zwar ein paar, die jetzt nicht ganz so cool sind, aber die meisten sind schon relativ cool. Hier, ein bisschen Stabilo. Stabilo, hat das geklappt? I don't know. Ich glaube nicht. Aber, ja, da habe ich jetzt auch schnell. Da habe ich auch schnell gemacht, weil da dachte ich mir so, ja. Es dauert mir jetzt auch echt zu lang so. Es will sich ja keiner angucken. Und deshalb, ja. Aber, ja gut, da ist ein bisschen was schief gegangen. Generell,
ultra genial. Ich feiere es komplett so, dass selbst die Goo-Bälle schwer sind und dieses Gerüst beeinflussen. Also, das ist echt Bridge Builder Advanced. Und ja, ist einfach cool. Auch wenn man quasi, also teilweise dachte ich, denke ich mir so schon so, was soll man denn jetzt so machen können? Ja, oh shit, Alter. Ich glaube, da kam ja auch eine Idee, was zum Schluss unfreiwillig so geklappt hat. Also, na, schon so halb freiwillig. Also, aber gut, also ideenmäßig ist das Spiel, glaube ich, dann tatsächlich mit den jetzigen Goo-Bällen doch ganz gut ausgereizt. Ich weiß nicht, ob man sich mehr hätte ausdenken können. Ups. Ja, Leute, begeht selbst mal. Ich weiß nicht, aber hat schon gut geklappt. So, da habe ich halt einfach die Brücke gesenkt und habe gehofft, dass dieses Zahnrad das alles abschneidet. Und es hat geklappt. So literally, jetzt stirbt alles und das hängt da dran. Ja, und dann musste ich die gesamten Gummelle auf die andere Seite bringen. Und es war anstrengend, es war wirklich anstrengend und ziemlich langweilig. Und das ist natürlich schade, dass so dieser Drang nach 100% meistens in ein bisschen mehr Langeweile quasi endet, wie es hier der Fall war. Aber ja, generell war es halt natürlich trotzdem ziemlich spaßig, sich auszudenken, was man... ein Goober hängt da noch dran. Wie man Sachen ZK fahren kann und vor allem hier, vor allem in der Welt. Das war schon heftig. Außer das Horizontaltransport-Innovationskomitee. Das war AIDS. Ich habe eine Stunde an dieser Aufnahme gesessen. Und ich glaube davon 45 Minuten an diesem Level. Ja, 40 Bälle. Ich habe zum Schluss nachgeguckt. Es sind trotzdem nicht geschafft. Dann nochmal nachgeguckt und einfach die coolste Strat der Welt gefunden. Wo wir beim Fliegen waren. Ne. Das hat nicht geklappt. Versuchen wir es nochmal. Ja, wir bauen uns einen kleinen Exploit, wie ihr seht. Und, ja, was soll ich sagen? Ich hatte so Schiss in dem Moment. Also ich habe das echt ein bisschen probiert, bis ich das hinbekommen habe, dieses Zweierteil so quasi zu bekommen. Und dann darf das ja nicht runterfallen. So, wenn es runterfällt, wäre ich halt echt gearscht gewesen. So, deshalb musste ich immer wieder mit dem Cursor. Ich saß da an meinem Joy-Con so mit beiden Händen festgehalten und damit ich das so... Damit ich irgendwie den Ballon nicht verliere. Der darf ja nicht zu weit nach oben und nicht zu weit nach unten. Aber es war genial. Ich dachte mir so, nice. Das ist halt echt übel. Und man kriegt es halt auch echt gut hin. Es ist halt echt gar nicht so schwierig. Ja, und dann... halt bewährtes Prinzip. Nachdem ich die ganzen Goo-Bälle darüber geholt habe. Ja. Und dann alle rüberholen. Es fing alles an mit dem ZKV in Level 1-3. Und ja, das ist das erste Mal in meinem gesamten Leben, dass ich alle Level ZKV'd habe. Tatsächlich. Also, ich habe das noch nie sonst gemacht. Jetzt habe ich es geschafft. Alle Level ZKV, die es gibt. Wow, das war eigentlich ein relativ nices Adventure, für das ich ungefähr 10 Stunden gebraucht habe. Die gingen nicht, weil die sind schwarz. Das hört sich rassistisch an, aber ich meine es nicht rassistisch. Und ja, insgesamt 48 Goo-Bälle haben wir so bekommen. ZKV. Ja. What can I say? Das war World of Goo. Denn das die Observatoriumsbeobachtungsstation hat kein ZKV. Das ist relativ unfortunate. Aber ja, hier kann man nichts komplettieren. Wie wir gleich noch sehen werden, denn der Schildermaler hat uns noch eine letzte Botschaft hinterlassen. Und zwar, dieser ist nur für mich. Der Schildermaler. Naja, gut. Dann nicht. Das war's. Das war World of Goo. Man kriegt leider nichts dafür, soweit ich weiß. Ah ja, wir haben dieses Spiel quasi 100% komplettiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ich meine, ich habe ja schon ein bisschen den Drang, alles zu zeigen. Es gibt noch ein Easter Egg, glaube ich, aber... Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich glaube, das geht nur in der iOS-Variante. Aber also generell war das quasi das gesamte Spiel. Und ja, was diese Entwickler von 2D-Boy hier geschaffen haben, will man natürlich in seiner komplett zeigen. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht.
Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Ich fand's super. Immer noch super Spiel. Kaufempfehlung, 10 Euro eShop. Wonderful Game. Ich habe jetzt nochmal gezeigt, alles. Ich habe alles. Und das war's. Das war World of Goo. Bis zum nächsten Let's Play. Ja, 10 Stunden, 1048 Kubelle. Bis dann. Ciao, Müdö.